Digga, dein Ernst? Die Kamera lief gar nicht. Alter, was geht ab, Leute? Hier. Zum zweiten Mal. Jetzt ist schon offen, weil ich dachte, die Kamera lief. Oh mein Gott. Okay, ich lese nochmal vor. Lavazza, Vanilla Latte, Flavor, 100% Arabica. Torino, Italia, 1895. Noble Italian Taste. Und er schmeckt überraschend sehr gut. Sehr, sehr gut. Bisschen teuer, 2 Euro hat das, glaube ich, gekostet. War einkaufen, bisschen was, und dann hat das meinen Blick gefangen. Und ich erzähle euch die Story zum zweiten Mal. Und ja, lecker. Jetzt gehen wir was essen. Mein Gott, ey. Ey, ich muss mich echt mal wieder aufregen, Mann. Ich war hier schon mal letztens. Okay, dann hat er gesagt, das war ausverkauft, dies, das, man sollte später kommen, dann hat er wieder neue Sachen. Okay, kein Problem, das war vor ein paar Wochen, vielleicht einen Monat. Dann wollte ich heute wieder vorbeischauen, weil heute ist er wieder hier an diesem Stand. Und der Typ vor mir hat was bestellt und der meinte, ja, in einer Stunde kann er es abholen. Ich denke mir so, Digga, was ist das für ein Laden, Mann? Also mich hatte interessiert natürlich die Ramen und so ein Sushi-Burger. Sah, ey, neue Kreation, okay, ich denke mir, geil. Und dann höre ich vor mir wieder so, irgendwie dauert es eine Stunde oder so, jetzt bestellen und dann in einer Stunde kann man nochmal vorbeikommen. Ich denke mir so, Digga, was? Was? Was ist das, Mann? Und drauf geschissen, Digga. Da hinten? Nennt sich Napoli Rush. Mein Gott, Digga. Richtig leiden, Leute. Also das war ja dieser Ramen kompletter Fehl und das ist halt irgendwo ein bisschen außerhalb. Dann bin ich irgendwo eingestiegen, weil ich dachte, also ich bin so hingefahren, dann bin ich einfach auf der anderen Seite eingestiegen und dachte, es geht einfach wieder zurück, aber das hat mich irgendwo ins Nirgendwo gebracht. Dann bin ich wieder Stadtmitte gefahren, dachte mir, okay, ich könnte mir vielleicht einfach direkt Mustafas Kebab, Gemüsekebab, weil es hat geregnet. Ich dachte mir, okay, nicht viele Leute stehen an. Test mal den mal wieder, weil wir reden ja immer die ganze Zeit über die besten Döner. Den habe ich schon lange nicht mehr probiert, so als Vergleich. Aber alter Schlange des Todes. Ich denke mir, boah, wie kann man bei dem Wetter dort anstehen? Lohnt sich halt so null. Ja, dann dachte ich mir, okay, schauen wir hier vorbei. Napoli Rush. Bewertung ist hier eingeblendet, weiß ich gerade nicht. Habe ich gestern zufällig auf Instagram gesehen. Und ihr wisst, Pizza finde ich basic. Ja, ich habe es gesagt, Pizza ist basic, also ich hasse Pizza natürlich nicht, Pizza ist stabil, immer stabil, aber nie so über mega saftig, wo ich mir denke, boah, sieht die klasse aus. Deswegen, sehr überraschend, hat mich das sehr, sehr angesprochen und deswegen schauen wir mal hier vorbei. Die haben sogar zwei süße Pizzen, aber davon werde ich nichts essen, das ist nicht so mein Ding, aber nur für alle, die es interessiert, die darauf mal Bock haben, süßen Pizzen mit Orangenteig. So, schauen wir mal. Einmal mit Trüffel bestellt und einmal mit Salami. Junge, die sieht echt saftig aus, Mann. Sieht richtig saftig aus. Auch größer als erwartet, also auf dem Bild sah viel kleiner aus, weil es nur geviertelt wurde. Aber ist solide, also zwei schaffe ich safe nicht. Es hat so eine süße Soße drauf. Die taugt mir nicht wirklich. Die Salami ist krass. Es sieht saftig aus, als es ist, Mann. Das meine ich mit Pizza. Pizza ist halt Pizza, ist immer so. Ist lecker, guter Teig. Sogar extrem guter Teig. Aber nicht, mein Gott, krass, super saftig. Das ist halt bei Pizza. So, Trüffel, tada! Käse sieht doch krass aus, Mann. Aber nicht so geil geschnitten, oh mein Gott. Echt gar nicht geil geschnitten.
Käse ist krass. Aber echt schlecht geschnitten. Boah, die ist Bombe. Mein Gott, mega. Belly Vlog geschnitten. Ich habe meine Ex-Deo-Sammlung gezeigt. Und ich habe auch gerade eine Menge Ex-Deo gekauft. 500-600 Euro schon ausgegeben. Für alles, was auf Amazon und eBay ich bekommen konnte. Also ich habe drei Quellen. Vier Quellen. Amazon und eBay. So das relativ häufige. Dann habe ich meinen Facebook-Kontakt, den Händler. Dann habe ich so einen speziellen Kontakt. Und dann habe ich noch auf eBay einen krassen Verkäufer. Da habe ich nach einem Rabatt gefragt, wenn ich so und so viel nehme. Also beim Händler gebe ich wahrscheinlich auch wieder 500-600 Euro aus. Bei dem auf eBay, bei dem separaten auch 500 bis 600 Euro und bei dem anderen, mein Kontakt auf Facebook, da weniger, da glaube ich auch nur 200 oder so. Da kommt noch, also ich glaube, ich habe 2.000 dann Euro gesamt ausgegeben, um die Sammlung wieder aufzuboosten. Außerdem hat der eine sich gemeldet, der von dem Rahmen-Ding, hat sich entschuldigt, dass es nicht funktioniert. Ich habe halt nachgefragt auf Insta, wann verkauft er eigentlich Essen dort, weil ich war jetzt zweimal dort und zweimal hieß es immer, ja, das dauert eine Stunde, schau nochmal vorbei und sowas. Er meinte technische Schwierigkeiten, dies, das. Es tut ihm leid und das nächste Mal garantiert er, dass wir Essen bekommen und es geht aus Haus und so. Aber ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehen soll. Ich habe gerne unten in den Kommentaren, ob ich ihm nochmal eine Chance geben soll, aber das ist schon eine weite Fahrt und ist echt leidend. Und das war so mir Pizza echt nicht mein Ding. Die war echt nicht krass eigentlich. Also schon lecker, aber ich würde nicht sagen, oder lass mich das nochmal bestellen. Obwohl ich habe jetzt wieder was gesehen, wieder eine Pizza auf Instagram, wo ich mir dachte, aber es ist jedes Mal so. Man denkt sich, okay, hey, es sieht nicht schlecht aus, boah, sieht krass aus. Und dann isst man so, dann denkt man sich, nicht mein Fall. Ja, Pogo. GoFest Tag 2 war heute. Ich habe ein paar Stories gesehen. Ich habe auch wieder ein paar Markierungen bekommen. Obwohl ich nicht mehr aktiv bin. Aber euch viel Spaß, viel Glück beim GoFest. Das ist schon das zweite GoFest, das ich nicht mitspiele. Also ich werde nie wieder ein GoFest mitspielen, aber schnell vergeht die Zeit. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Twitch. Serious Business in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Ciao.